Ich glaube, der Doktor, da ist noch irgendwas. Das schiebt sich so ein bisschen nach hinten. Der ist irgendwie nie da oder hat keine Zeit. Ich glaube, da wird noch irgendwas sein. So, ab zum Krankenhaus. Genau. Hallo? Da geht's nicht weiter. Okay. Ich bin jetzt einfach mal wieder in die Klinik gegangen. Irgendwie kommen wir da hinten nicht weiter. Können wir hier einfach so rein? Nee. Wer ist das? Ich glaube, der hat die ganze Zeit geschlafen. Das ist schön für ihn. Wir haben ein paar Flashbacks gehabt in der Zeit. Die Musik hat auch schon aufgehört. Da hinten kommen wir nicht lang anscheinend. Oh. Wir können hier was machen. Alles klar. Können wir da jetzt unseren Reis kaufen? Willkommen! Achso, das wird jetzt nicht gezeigt. Da. Animation wird da gespart. Das kann ich schon verstehen. Das ist es. Meint der Rote, okay, jetzt. Okay, wahrscheinlich hat er irgendwas gekauft oder so. Jo, du bist zu spät, meint Rico. Rico, ein Recipe? Rezept vielleicht? Keine Ahnung. Ich habe Reis. Fried Rice. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendein besonderer Reis. Auf jeden Fall ist es Reis. Oh, du hast uns Frühstück besorgt. Where you did have? Warst du so hungrig? Der Reis war super. Okay, was ist damit? Ah, es war ein ganz normaler nur. Lass uns einfach nächstes Mal zusammen ein Essen. Okay, das ist gerade ein bisschen, ich lese mir gerade, ich übersetze gerade hier alles, ich weiß, das wollte ich nicht, aber irgendwie ist gerade ein bisschen Reis irgendwas. Ich dachte, Haruto bringt ihm jetzt das mit, aber irgendwie nicht. Irgendwie, Rico meint doch gerade, ja, hast den Reis nur gegessen, damit du es mir erzählen kannst. Und jetzt lacht er Rico darüber. Okay, die wollen, also die haben sich halt gegenseitig versprochen, dass sie Reis essen, wenn sie sich das nächste Mal wiedersehen, wenn Rico mal wieder in die Stadt kommt. Und es ist gerade hier so ein bisschen der. Das lockert das gerade hier so ein bisschen auf. Und das Versprechen wollte sie halt jetzt einlösen, wie es aussieht. Der Ruto meint gerade, ich kann mich ein bisschen wieder erinnern. Und man, der Rico ist ja quasi das Letzte, was ihm von damals geblieben ist. Die Aoi ist tot, der Karukus ist bald auch tot. Und der Rico kann sich halt noch an Naruto erinnern und ist halt jetzt auch in der Stadt, also. Der Rico entschuldigt sich gerade für gestern, weil er irgendwas Komisches gesagt hat. Das, ja, es war schon komisch, was er gesagt hatte. Ich habe es immer nicht richtig verstanden. Wahrscheinlich war er nur irgendwie sauer, dass er Naruto sich nicht erinnern konnte. Bei dem Rico ist ja auch jetzt nicht so viel geblieben, weil sein Bruder jetzt bald tot ist. Und der Rico braucht jetzt unsere Hilfe bei irgendwas, okay. Let's go somewhere else, alles klar. Hauptsache raus aus diesem Krankenhaus. Oh, wir sind in einem Garten, okay.
Ich habe dir erzählt, was vor 7 Jahren war, oder? Ja, der Unfall. Genau, und Moment, ich lese mir das ein bisschen durch hier und dann versuche ich ein bisschen zusammenzufassen. Okay, also anscheinend wegen dem Unfall sind da sehr viele Leute weggegangen. Bis auf einen Doktor und das ist in Kakerus Flur. Kakeru, okay. Merken den Namen. Kakeru. Kakeru und Riku. Ja, einen Doktor gibt es halt anscheinend noch. Und er erzählt jetzt irgendwie irgendwas über einen neuen Doktor. Der irgendwie den alten Doktor. Da war irgendwie ein Konflikt oder so, haben sich angeschrien. Okay. Und der neue Doktor war irgendwie mit dem Rico ganz dicke und der Rico meint jetzt, dass der Doktor, der neue Doktor zu dem Alten gesagt hat, warum lassen wir sie sterben? Zeig mir doch die Dokumente, warum, was versteckst du von mir? Ich glaube, wahrscheinlich ist es jetzt nicht so, wie er sagt, aber dass sie die einfach sterben lassen, aber irgendwie, irgendwas ist da anscheinend in diesem Krankenhaus nicht ganz richtig. Okay. Dieser Dr. Shintani, der neue, ist anscheinend komplett verschwunden, nachdem er das gesagt hat. Das, okay. Das ist irgendwie gerade ein bisschen sehr, sehr komisch. Wenn man bedenkt, dass Aoi oder Haruto in diesem Krankenhaus war. Und ja, der alte Doktor ist halt immer noch hier und die neuen verschwinden anscheinend immer, wenn die irgendwas herausfinden. Und ja, die müssen jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich unser Ziel, so herausfinden, was der alte Doktor versteckt oder nicht sagen, nicht an die Öffentlichkeit haben will. Und der Rico hat das anscheinend auch sehr vielen erzählt, aber die haben alle nichts gemacht. Also müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen Detektivarbeit spielen. Und der Rute meinte jetzt, ja, vielleicht war das ja nicht auf Kakeru bezogen, dass die Doktoren die alle sterben lassen, die Patienten. Und der Rico glaubt das halt schon, dass es für wegen Kakeru ist. Also der Rico will anscheinend Kakeru retten und deswegen, ja, baut er da wahrscheinlich sehr viel auf dieser Aussage vom neuen Doktor. Und das war's noch nicht alles, meint der Rico. Und dann hat der Rico mit diesem neuen Doktor geredet, der ja beim Alten war, wahrscheinlich bevor er verschwunden ist. Und dann meint der Rico ja, was der gesagt hat. Und jetzt fragt er jetzt gerade uns oder ist das so ein Flashback?
Wer bist du? Ach so. Der neue Doktor hat den Rico gefragt, wer er ist. Anscheinend konnte er sich auch nicht mehr erinnern. Und jetzt fängt Kapitel 4 an, The Murder's Path. Also hier passieren anscheinend sehr, sehr merkwürdige Dinge. Das ist schon das Ende von Kapitel 4, okay. Und The Murder's Path. Anscheinend hat Haruto auch was herausgefunden. Und deswegen wurde ihm sein Gedächtnis weggenommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Oder Aoi hat, ja, was herausgefunden ist, vielleicht gar nicht tot, sondern einfach nur verschwunden. Das ist ein Mysterium. Das ist gerade ein bisschen sehr, sehr komisch. So, wir saven natürlich. Wir haben nur noch einen Platz frei. Ich hoffe, das ist das letzte Kapitel. Ich weiß es aber nicht. Und wir machen natürlich direkt weiter. Und ich trinke mal was. Ich habe